da gibt's halt so viele Möglichkeiten, so viele Nischen, wo ich jetzt mein Geld bunkern kann. Und eigentlich wollte ich ja mal Reseller werden. Und das muss ich halt einfach wissen. Wo bin ich jetzt eigentlich und was mache ich? Flip Money Gang, was geht? Schön, dass ihr wieder am Start seid. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ihr habt bestimmt die Woche über in meiner Story gesehen, dass ich ein Video eigentlich daheim aufgenommen habe. Aber ich sag's, wie es ist. Ich habe mir das nochmal angeschaut. Ich bin so mit der Message einfach nicht so ganz zufrieden. Deshalb nehme ich es jetzt nochmal auf. Wir haben es jetzt Samstagmorgen. Es ist jetzt genau 7:01. Und ich sitze im Auto, weil zu Hause noch alle schlafen. Da kann ich natürlich jetzt nicht so laut reden, wie ich es gerne möchte. Deshalb habe ich mich jetzt hier kurz ins Auto gesetzt und möchte euch heute mal das Thema erklären, was ich ab und zu im Kopf habe und wo ich schon so ein gewisses Problem sehe. Es geht darum, um die Frage, bin ich eigentlich Reseller oder bin ich Investor? Also was mache ich eigentlich? Und ich glaube, die Frage ist für alle, die so recht neu im Game sind, schon interessant, denn die Sache ist nämlich die, in allen Nischen, Lego, Trading Cards und so weiter, gibt es mittlerweile eigentlich echt große YouTuber oder Kanäle auf Instagram, die dazu halt irgendwas erzählen und das Zeug halt so als Investment ansehen. Und ich gebe denen schon recht. Die Sache ist nur, man muss halt wissen, was man macht. Ich sehe da schon eine große Gefahr darin, dass man das eben nicht weiß und dann sich ein bisschen verzettelt, eigentlich mal Reseller werden wollte, dann aber in 5 verschiedene Nischen investiert ist und gar keinen Überblick mehr hat, was eigentlich abgeht. Weil wenn vielleicht diese Kanäle irgendwann nicht mehr da sind, ich halte ja eventuell die Sachen ein paar Jahre, dann habe ich einfach keine Ahnung mehr, was ich machen muss. Und das reicht ja schon, wenn ich so das neueste Update-Video verpasse, wenn irgendwas Krasses sich ändert und schon habe ich keinen Plan, was eigentlich jetzt los ist. Also was meine ich jetzt damit genauer? Wenn du jetzt irgendwann mal gesagt hast, du willst Reseller werden und ich gehe davon aus, das hast du gesagt, deswegen bist du hier auf dem Kanal oder du stehst kurz davor und möchtest es halt werden und du kaufst dann Ware, dann hast du immer 2 Möglichkeiten. Entweder ist es das Zeug gleich sofort zu flippen oder halt zu resellen so in den nächsten Wochen oder halt, dass du sagst, okay, ich baue mir in dem Bereich jetzt ein Portfolio auf und leg es da rein. Das ist schon mal der erste Knackpunkt, dass du dir das vor dem Kauf überlegen musst. Du musst es unbedingt wissen, was du eigentlich machen willst. Weil ich denke, es sind auch Leute da, die bestellen dann einfach mal Speed Champions, die bestellen dann einfach mal Lego, die sind dann einfach irgendwo und sehen da was und nehmen das mal mit und wissen das gar nicht so genau und können dann entsprechend auch nicht reagieren, wenn sich die Gegebenheiten halt ändern. Wenn du sagst, du willst dann wirklich resellen, dann hast du immer 2 Möglichkeiten. Das eine ist halt das Zeug so demnächst einfach mal dann zu verkaufen. Die zweite Sache ist, und die ist halt wichtig, die muss man schon mal wissen, es gibt oft bei Produkten einen Hype. Und der Hype ist für mich immer so ein Indikator für den Höchstpreis. Also wenn ein Produkt gerade richtig im Hype ist, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass das Ding nie wieder mehr Geld einbringen wird. Wir haben da zum Beispiel den Fall der Yeezys von Adidas. Die gab es vor 3 oder 4 Jahren zum ersten Mal. Ich meine jetzt mal nur den kleinen, den flachen Sneaker, also den V2. Der kam so vor 3, 4 Jahren zum ersten Mal raus und es war brutaler Hype von Anfang an. Der erste Drop, der zweite Drop oder Colorway besser gesagt, die waren sofort weg und auf eBay richtig teuer. Du musstest dich bei den Läden zum Raffle anmelden, du konntest den nicht einfach irgendwie kaufen, sondern es wurde gelost, wer den bekommen kann. Und an was ich mich da am besten erinnern kann, war zum Beispiel der Zebra Colorway und der war dann wirklich bei dem ersten Drop innerhalb von ganz kurzer Zeit weg, wie alle anderen, und war dann danach auf eBay nur mit diesem Foto von der Bestellübersicht aus der E-Mail von Adidas so für 2.000, 2.500 Euro drin und ist auch zu dem Kurs weggegangen. Die Farben davor, so je nachdem, so bis zu 1.000 Euro, aber 600, 700 war so der Standard so für einen Oreo oder wie auch immer so. Und da war halt absoluter Hype. Dann wurde zum Beispiel der Zebra 2-mal gerestockt, dann ist der Preis natürlich in den Keller gefallen. Und die Yeezys generell haben nie wieder so diesen Preis gebracht, als zu der Zeit so vor 3 Jahren, wo das Ding echt so neu war. Da kam zwischendrin immer mal wieder ein gefragter Colorway oder so die Reflectives, irgend so eine Spezialvariante, die dann mal wieder teurer war. Aber so im Großen und Ganzen ging der Preis auf jeden Fall runter. Bei Pokémon zum Beispiel war der Hype so ein bisschen länger gezogen. Da kamen Ende 2019, also vor ein bisschen mehr als einem Jahr jetzt, die Tinboxen raus. Es war sogar, glaube ich, August oder so. Und ich weiß noch, wie ich mir dann so über einen Monat verteilt so 50 Tinboxen gekauft habe. Und dann halt mit der Zeit, die langsam weggegangen sind, die ersten so 5 Euro Gewinn oder so, also wirklich nichts Tolles. Und dann hat sich das halt so aufgeschaukelt und ich würde mal sagen, so ein gutes halbes Jahr später, also so im Frühjahr, Anfang des Sommers 2020, war dann so der extreme Hype, wo dann auch so die Top-Trainer-Boxen von Verborgenem Schicksal so bei 300
aufwärts auf eBay verkauft wurden, da hat sich halt der Hype so langsam entwickelt und so langsam hingesteigert. Die Sache ist halt, das muss man wissen, wenn man Reseller ist, man muss halt immer überlegen, okay, gibt es einen Hype, den ich verschlafen könnte, wo ich aber am Start sein sollte, oder habe ich keinen Zeitdruck und kann die Sachen verkaufen, wenn es mir halt passt. Die zwei Möglichkeiten habe ich als Reseller und auf das sollte ich achten. Und ich sollte wissen, der Hype ist jetzt nichts, was ich so immer festschreiben kann auf den Drop sozusagen, dass der von Anfang an da ist, sondern der kann irgendwann mal kommen, er kann von Anfang an da sein und wie lange er hält, weiß auch keiner. Aber wenn man merkt, die Leute sind im Hype, das Thema ist überall, es kommen YouTube-Videos zu dem Thema, es gibt Instagram-Kanäle zu dem Thema, dann könnte ich mir vorstellen, okay, jetzt könnte ich im Hype sein und dann die Preise, die aktuell bezahlt werden, sind oft so die, die dann nicht mehr erreicht werden. Jetzt kommen wir aber mal zur Investmentseite des Ganzen. Ob ich jetzt in Aktien, Edelmetalle, in Luxus wie Oldtimer oder Uhren oder Kunst oder sonst was investiere oder halt Lego oder Trading Cards, im Prinzip sind die Sachen alle gleich. Wir erfahren nur diese Wertsteigerung, weil das Angebot halt kleiner ist als die Nachfrage. Also es möchten einfach mehr Leute das Zeug haben als haben können. Das ist immer die eine Sache und die Voraussetzung, dass überhaupt irgendwas eine Wertsteigerung hat. Ja, und dann verhält sich's wie auf dem Aktienmarkt. Es ist halt dann nicht die Börse, sondern es ist halt die Plattform eBay oder wo auch immer, wo einfach Leute, die es haben, ihre Waren anbieten können und Leute, die es kaufen möchten, können halt sagen, okay, ich bin bereit, das zu zahlen oder ich bin bereit, das nicht zu zahlen und entsprechend pendelt sich halt irgendwo der Preis ein, den dieses Produkt jetzt augenscheinlich wert ist. Kurz zu meiner Investmentkarriere. Ich habe mit Lego und dem ganzen Zeug eigentlich gar nichts am Hut, sondern ich bin jetzt aktuell schon in meinem 2014, also schon in meinem siebten Jahr an der Börse und habe da halt so ein bisschen gelernt, so dieses Marktgeschehen mal einzuordnen. Und was ich halt dann nach ein, zwei Jahren, nachdem ich angefangen habe zu investieren in Aktien, irgendwann dann durch Bücher und YouTube-Videos so für mich abgeleitet habe, man hat sich ja immer mehr Wissen angeeignet, ist, dass ich mir vor jedem Investment, das ich mache, was überlege. Und zwar drei verschiedene Fälle, wann ich das Investment verkaufen möchte. Ich habe es gerade schon gesagt, ich habe mir davor auch Wissen angeeignet und das ist für mich die Basis, dass ich diese Fälle, diese Szenarien überhaupt ausarbeiten kann, muss ich ja ein bisschen was von der Materie verstehen. Da überlege ich mir immer, wann verkaufe ich denn, wenn der Kurs angestiegen ist? Wann verkaufe ich die Aktie, wenn nichts passiert, wenn sich der Kurs einfach nicht von der Stelle bewegen kann? Wann nehme ich dann mein Geld und kaufe mir lieber eine Aktie, mit der ich irgendwas verdienen kann? Und dann der dritte Fall, wann verkaufe ich denn, wenn jetzt die Aktie runterkracht? Setze ich mir da irgendwo eine Deadline, wo ich sage, jetzt gehe ich raus? Diese Fälle muss ich mir halt überlegen und dann sind alle Antworten richtig, nur ich muss halt dahinter stehen und dann brauche ich mir auch nichts vorzuwerfen. Und um da eine vernünftige Entscheidung und eine Meinung bilden zu können, brauche ich halt das Wissen. So, was ist jetzt aber, wenn man in Lego investieren kann oder sollte, in Trading Cards, bisschen in Aktien, bisschen in Gold, bisschen in Sneaker. Da gibt es halt so viele Möglichkeiten, so viele Nischen, wo ich jetzt mein Geld bunkern kann. Und eigentlich wollte ich ja mal Reseller werden und das muss ich halt einfach wissen. Wo bin ich jetzt eigentlich und was mache ich? Und das Wichtige ist halt, sich dann, wenn ich sage, okay, ich investiere jetzt in Lego, sich dann das ganze Wissen auch anzueignen, dass ich dann weiß, wie ich reagiere. Jetzt kommen wir mal zu konkreten Beispielen. Die Lego-Investoren, die wissen es mit Sicherheit. Ich muss dazu sagen, Lego ist nicht meine Nische, deshalb bin ich da auch nicht investiert. Ich habe vielleicht 10 Speed Champions einfach mal so zum Test, so Spaß an der Freude, aber mehr habe ich da nicht. Also meines Wissens, die Apollo-Saturn-Rakete war schon end of life und war dann plötzlich wieder da. Ich wüsste nicht, wie ich reagieren soll oder muss, wenn das passiert. Ich habe dann keine Ahnung, was ist, wenn ich mir jetzt da 10 solche Teile nach Hause gelegt habe für 800 oder 1000 Euro und dann ist das Ding wieder da. Ist es dann das gleiche Set oder ist es dann sozusagen Version 2 und Version 1 bleibt trotzdem viel wert oder wird es jetzt verwässert oder ab wann kann ich mit einer Wertsteigerung rechnen und so weiter und so fort, weiß ich nicht. Deshalb investiere ich nicht in Lego, weil ich mir nicht diese Ausstiegsszenarien ausmalen kann, was tue ich jetzt. Genauso dieses Disney-Schloss, auch meines Wissens, es sollte end of life gehen und ging dann aber nicht end of life. Okay, auch der Fall wieder. Hätte ich 5 Stück davon zu Hause, könnte ich nicht beurteilen. Wüsste ich nicht, was ich tun muss. Wüsste ich nicht, wie ich mich verhalten muss. Dann zweites Beispiel, gehen wir mal auf die Trading Cards. Also ich habe ja schon am Anfang vom Video gesagt, ich hatte so 50 Tinboxen von dem verborgenen Schicksal. Und ich hatte auch insgesamt 8 der Top-Trainer-Boxen. Wobei ich eine dieser 8 schon irgendwann im Herbst gekauft habe und dann nochmal 7 ganz kurz vor Weihnachten letztes Jahr. Und die habe ich dann verkauft, so über die nächsten 2 Monate.
Ich habe die für 54 Euro bekommen, also einen Top-Kurs. Und die gingen dann bei mir raus fürs Doppelte ein bisschen mehr. Also so 120, 130 Euro habe ich die dann abverkauft. Ja, und danach kam dann der Hype so richtig von verborgenem Schicksal. Dann haben auch viele angefangen, sich gegradete Karten zu kaufen. Dann waren auf einmal Base Set und alle anderen Serien wieder richtig am Start, die zwischendrin vielleicht nur so bei einem kleinen Kreis bekannter waren, die da schon immer investiert haben. Die haben sicher bessere Kurse bekommen. Und dann gingen diese Boxen, weil alle das Shiny Glurak wollten, was weiß ich was, bis 300 Euro plus auf eBay über den Ladentisch. Jetzt ist es aber so, Pokémon hat jetzt für den Januar, soweit ich weiß, Reprints angekündigt für sogar Weg des Champs und Verborgenes Schicksal. Nur auf Englisch. Und es gibt auch Leute, die sagen, ja, da wird, werden die Karten schlechter sein, die Qualität passt nicht. Da ist schon dieses Whitening dran und Centering passt nicht, wenn du sie aus dem Booster holst. Du kriegst weniger Shiny-Karten, dies, das und das ist noch auf Englisch dazu. Das ist, kann alles sein, aber trotzdem weiß ich nicht, wie wirkt sich denn auf den Preis aus, wenn die Top-Trainer-Box jetzt bei 300 ist. Und deshalb bin ich auch gar nicht traurig. Klar habe ich mir im Sommer schon mal gedacht, oh, hättest du mal lieber behalten die Dinger, guck mal, was die jetzt bringen. Aber ich bin nicht traurig, weil ich habe ja für mich so den Plan festgelegt, ich kenne mich mit Pokémon nicht so gut aus. Ich resell das Zeug, ich will es gar nicht investieren. So, das war mein Plan, an den habe ich mich gehalten. Also gibt es für mich nichts dran zu rütteln. Das ist das, was ich meinte. Und ganz gefährlich kann es halt sein, wenn du erst im Sommer eingestiegen bist, weil viele gesagt haben, das ist ein gutes Investment und du hast dann dir solche Boxen für 2 oder 250 Euro gekauft. Ja, da kann das halt schon nach hinten losgehen, weil die Fallhöhe einfach höher ist. Das ist das Gleiche bei Aktien, also Amazon zu jedem Preis noch zu kaufen, weil es halt einfach eine geile Firma ist. So, das ist halt auch schwierig. Wenn du der Meinung bist, passt, dann super. Genauso, wenn du jetzt der Meinung bist, es wird nie diese Preisverwässerung geben bei den Top-Trainer-Boxen Verborgenes Schicksal erste Generation, sage ich mal. Ja, dann bist du ja genau richtig in der Nische. Dann ist es ja optimal dann. Dann kennst du dich total gut aus. Nochmal zum Verständnis. Ich kenne mich weder bei Lego richtig gut aus, noch bei Pokémon. Und deshalb investiere ich da nicht, sondern deswegen nehme ich nur gute Deals mit und resell die halt gleich. Das ist halt ganz wichtig. Erst wenn ich mich da wirklich gut auskennen würde und mir wirklich überlegen könnte, okay, wie verhalte ich mich denn, wenn das passiert, wenn das passiert, wenn das passiert, dann würde ich dort investieren. Und ich will das jetzt nicht schlecht oder gut reden. Ich kann es schlichtweg nicht beurteilen, ob Pokémon oder Lego ein gutes Investment ist. Das will ich aber nur jedem mitgeben, dass er sich das halt vorher selber überlegt und dann eigenständig auf die nächsten 10 Jahre oder so ohne Instagram, ohne YouTube da auch handlungsfähig ist und halt den Markt beobachtet und weiß, was er zu tun hat. Und genau um das ging es mir jetzt einfach mal, diese Gedanken mal rauszugeben und halt den einen oder anderen vielleicht einfach davor zu bewahren, da irgendwie einen Quatsch zu machen, sondern so ein bisschen Bewusstsein zu schaffen, dass es halt doch durchaus wichtig ist, was man da macht. Wenn man sagt, man geht nicht ins Reselling, sondern wirklich ins Investieren, da muss halt da schon so eine gewisse Überlegung vorher mal stattfinden. Und viele haben halt einfach angefangen zu resellen und sind dann irgendwie so dazu gekommen, auch mal irgendwas zurückzulegen. Ja, im kleinen Stil immer okay, mache ich ja auch so Testfelder. Ich habe auch ein paar Speed Champions, ich habe jetzt auch ein paar Weg des Champs Collections, was weiß ich, was das ist. Probiere ich jetzt einfach mal aus, aber das sind halt 100 Euro oder 200 Euro, wenn überhaupt. Und da habe ich für mich jetzt festgelegt, jetzt probiere ich halt einfach mal aus. Und dann ist es auch kein Problem, weil ich mit mir selber dann im Reinen bin, wenn es schief geht. Es gibt so viele Asset-Klassen, wo ich mein Geld einbringen kann und investieren kann. Man sollte sich meiner Meinung nach halt auf 2-3 spezialisieren, zum Beispiel Aktien und alternativ dann irgendwie Lego oder Uhren oder sowas. Und ich glaube, es ist nicht möglich, in jeder dieser Klassen so ein 100%iger Experte zu werden. Deshalb zum Beispiel bin ich eigentlich nur in Aktien drin und investiere auch mein Reseller-Geld. Also ich reselle nur, um mir mehr Geld für Aktien herbeizuschaffen, weil das ist mein Hobby. Es fasziniert mich. Es ist halt so meine Klasse. Und bei den anderen bin ich halt raus. Die nehme ich so als Mittel zum Zweck, aber nicht für Buy and Hold. Ja, und du kannst vermutlich auch nicht in jeder Asset-Klasse ein Experte werden. Deshalb pick dir 1-2 Steckenpferde raus. Schaff dir da wirklich viel Wissen an, wenn du sagst, du willst jetzt echt investieren und dann spricht da nichts dagegen und dann gibt es sicher in allen Bereichen richtig, richtig gute Chancen und Möglichkeiten. Bloß die findet man halt auch oft nicht, wenn man nicht dieses Wissen hat. Ja, mein Freund, die Gedanken wollte ich jetzt einfach mal loswerden. Ich hoffe, dir hat es was geholfen. Ich hoffe, dir hat es Spaß gemacht. Ich starte jetzt ins Wochenende. Wir gehen jetzt dann gleich ein bisschen Reseller-Tour machen, gucken, dass wir wieder ein bisschen Ware finden. Danach mache ich es mir gemütlich, schneide noch das Video. Freunde, ich wünsche euch eine erfolgreiche Woche, eine erfolgreiche Zeit wie immer. Und wir sehen uns spätestens nächsten Sonntag wieder hier auf Flip Money Game TV. Bis dahin, ciao.
Ciao.